Hallo zusammen und willkommen. Die Vergesslichkeit rührt bei vielen Menschen vom alltäglichen Stress von beruflicher sowie privater Überforderung und von blanker Überanstrengung her. Solltest du ab und dann auffällig vergesslich unterwegs sein, dann muss das noch nicht notgedrungen etwas Schlimmes bedeuten. Denn die Vergesslichkeit per se ist noch lange nicht als ein gefürchteter Vorbote von Demenzerkrankungen wie Alzheimer zu begreifen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Bezogen auf das Gedächtnis und das Erinnerungsvermögen gibt es ausgezeichnete Hausmittel und auch hervorragende Naturheilmittel. Viele von ihnen stammen aus dem asiatischen Teil der Erde. Die viel gepriesenen Hausmittel für das Gehirn, für die Neuronen und für das Gedächtnis dienen dir hierbei in erster Linie als willkommene Unterstützung. Du kannst jedoch dein Gedächtnis, dein Gehirn sowie dein Erinnerungsvermögen konkret trainieren, um bereits jetzt und heute den unvorhersehbaren Gedächtnisstörungen entgegenzuwirken. Die Regale der Buchhandlung sind angefüllt mit Ratgeberbüchern, die den Lesern aufgrund der hehren Autoreneinsichten eines suggerieren möchten. Nämlich den einen wahren Weg für ein besseres und gesünderes Leben zu präsentieren. Wissenswertes über Heilpflanzen zu erfahren, das ist niemals ein Fehler. Es gibt in Asien zahlreiche Kräuter, die den Menschen in vielerlei Hinsicht wohl bekommen. So auch die Heilpflanze Ginkgo. Sie kann bereits bei erkrankten Menschen verwendet werden, da die Wirkstoffe der Pflanze eine verbesserte Durchblutung ermöglichen. Auch die Ginsengwurzel wird gerne bei nachlassender Konzentration eingesetzt. Die Pflanze Gotu Kola sorgt ebenfalls für ein gutes Gedächtnis und dient vielen Menschen als Hausmittel gegen Gedächtnisstörungen. Du kannst natürlich auch auf heimische Pflanzen zurückgreifen. Möchtest du deine Gehirnleistung mittels eines natürlichen Hausmittels steigern, so eignet sich hierfür wohl der wilde Grünhafer am besten. Er ist reich an bioaktiven Substanzen, die dafür verantwortlich sind, dass im Gehirn die Botenstoffproduktion angeregt wird. Diese Botenstoffe im Gehirn benötigst du, um richtig und klar denken zu können. Wie gut dein Gedächtnis und deine Konzentration funktionieren, hängt wie bei vielen anderen Individuen von mehreren Faktoren ab. Dazu zählt mit Sicherheit deine Schlafqualität, die Qualität deiner Ruhephasen sowie deine Nährstoff- und Sauerstoffversorgung. Weitere Stressbelastung und natürlich dein Alter sind ebenfalls wichtige Faktoren, die einen direkten Einfluss auf deine Merkfähigkeit und auf deine Konzentration haben. Als Teil der Gesellschaft bist du bzw. dein Gehirn regelrecht dazu gezwungen, permanent Informationen und Eindrücke zu filtern und diese dann in deinem Gedächtnis abzuspeichern. Das einzigartige Gedächtnis ist zwar kein konkret fester Ort, wo der Mensch seine individuellen Seinsgeschichten und seine Erinnerungen zu speichern vermag. Die Spuren der Erinnerung sind somit weit über das Neuronennetz hinaus verzweigt. Einige Wissenschaftler sind der Auffassung, dass der Mensch bedingt durch die Evolution nicht vordergründig dafür geschaffen sei, all diese Informationen und Bilder im Laufe seines Lebens zu sammeln und im Gehirn zu speichern. Vielmehr sei der Mensch dafür gemacht, sein Denken zum Lösen von Problemen einzusetzen. Pflanzliche Mittel gegen die Vergesslichkeit und Hausmittel gegen Gedächtnisstörungen hat sich der Mensch aber schon seit jeher zunutze gemacht. Auch im mitteleuropäischen Raum werden häufig Hausmittel gegen den gefürchteten Gedächtnisverlust eingesetzt. Doch was sind eigentlich Gedächtnisstörungen? Im medizinischen Kontext werden Gedächtnisstörungen als Amnesie bezeichnet. Dabei kommt es bei Betroffenen zur Beeinträchtigung des Erinnerungsvermögens und der gewohnten Merkfähigkeit. So können sich viele Menschen mit Gedächtnisstörungen an erworbene Fähigkeiten, an explizites Faktenwissen und an erlebte Ereignisse nur mehr teilweise oder bis gar nicht mehr erinnern. Der Verlust von Erinnerungen erweist sich im Laufe der immer länger werdenden Lebensspanne eines jeden Erdenbürgers als ein ganz natürlicher Prozess. Es handelt sich somit bei den Gedächtnisstörungen um Erkrankungen und Auffälligkeiten des Gedächtnisses. Es gibt verschiedene Methoden und auch etliche Heil- und Hausmittel, die dir dabei helfen können, Gedächtnisstörungen gezielt entgegenzuwirken. Ob du nun jung bist oder du ein wenig mehr Semester auf dem Buckel hast, trainiere regelmäßig dein Gedächtnis. Willst du deine Denkleistung verbessern, dann musst du deine geistige Fitness trainieren und fördern. Das allbekannte Sprichwort lautet auch hierbei zu Recht: Wer rastet, der rostet. Um dein Gedächtnis mit probaten Hausmitteln fit zu halten, genügt es, Kaffee zu trinken und viel frisches Gemüse zu verzehren. Heil- und Naturmittel können dir ebenfalls dabei behilflich sein, deine Denkleistung zu steigern. Fordere dein Gehirn heraus und so zögerst du mit Erfolg deinen geistigen Leistungsabbau hinaus.
Dein Gedächtnis kannst du trainieren, indem du beginnst, kurze Gedichte auswendig zu lernen. Oder aber du löst regelmäßig Kreuzworträtsel. Bei vielen Tätigkeiten profitiert das Gedächtnis, denn es bilden sich dabei stets neue Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen. Auch das Erlernen eines Instrumentes oder einer Fremdsprache kann dir in jedem Alter helfen, dein Gedächtnis zu trainieren. Das Verwenden von Heilmitteln bzw. natürlichen Hausmitteln bereichert dein Leben in kulinarischer Hinsicht und dient zudem deiner Gesundheit. Du hast auch natürlich andere Möglichkeiten, dein Gehirn fit zu halten. Gehirnjogging ist in aller Munde. Gegen Gedächtnisstörungen gibt es mehrere bewährte Hausmittel. Je mehr du dein Gehirn trainierst oder auch herausforderst, umso funktionstüchtiger bleibt es auch im Alter. Trainiere dein Gehirn spielerisch ohne großes Aufsehen. Mach dir zu Hause eine Einkaufsliste vor dem Losstarten. Wirfst du nochmal einen Blick darauf und dann kannst du entschlossen, selbstbewusst und frohen Mutes einfach ohne Merkzettel einkaufen. Spiele mit deiner heranwachsenden Verwandtschaft regelmäßig Memory oder andere kurzweilige und lustige Karten- und Brettspiele. Auf diese Weise läufst du auch nicht Gefahr, dich geistig zu überfordern. Ein sehr gutes Hausmittel gegen Gedächtnisstörungen ist natürlich Bewegung. Wenn du in Maßen diverse Sportarten auszuüben imstande bist, wie etwa Schwimmen, Walken und oder Radfahren, dann regst du deine Gehirndurchblutung an. So gesehen ist sogar regelmäßig betriebener Ausdauersport am wirkungsvollsten. Trinke viel natürliches Leitungswasser, denn dein Gehirn besteht zu 85% aus Wasser. Und das ist eben auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit angewiesen. Bei älteren Damen und Herren verhindert der Genuss von reichlich koffeinhaltigen Getränken wie Grüntee die Herabsetzung der Gedächtnisleistung. Auch bei jungen Menschen sorgen koffeinhaltige Getränke für eine geistige Fitness. Nicht selten spielt einem das Gedächtnis einen Streich. Gedächtnislücken sind jedoch selbst bei älteren Zeitgenossen kein wirklicher Grund zur Beunruhigung. Dennoch sorgen so manche, wenngleich auch oftmals peinliche Aussetzer, bereits für Unbehagen. Gut für das Gehirn ist es, Gefühle zuzulassen. Weinen oder auch Lachen wirkt auf die Gehirnströmung sehr oft wie ein wahrer Balsam. Sorge in deinem Privatleben für ausreichend Abwechslung, denn dein Gedächtnis braucht Neues. Routine ist gut, aber nicht unbedingt für die Nervenzellen im Gehirn. Deine Denkleistung kannst du auch dadurch verbessern, indem du deinem Gehirn eine Erholung gewährst. Versuche, wo es immer auch nur geht, Stress zu vermeiden. Eine Ginseng-Tinktur ist hierfür ein wunderbares Naturheilmittel. Es schützt deinen Körper vor Stress und verstärkt außerdem noch die Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Immer mehr Menschen erkranken allerdings an Demenz. Für viele Angehörige ist dies ein Schock, oft der blanke Horror. Es gibt jedoch keinen Grund zur Panik. Du findest in der Natur genügend Heilmittel, um vorbeugend dagegen anzukämpfen. Denn in der Natur schlummern Wirkstoffe, die gegen die Vergesslichkeit helfen. Alle benannten Küchenkräuter zeigen gegen das famose Vergessen erstaunliche Wirkung. Baue einfach in deinen Speiseplan Zubereitungsmöglichkeiten für Baldrianwurzel, Salbei, Rosenwurz oder und Rosmarin ein, dann hast du bereits enorm viel gegen deine Vergesslichkeit unternommen und zudem auch noch deine geistige Wachheit und deine Denkleistung gefördert. Ebenso erfolgreich für die Vergesslichkeit bei krankhafter Gedächtnisstörung sind Basilikum, Knoblauch, Walnüsse, Vitamin C-haltige Lebensmittel wie zum Beispiel Brokkoli, Paprika, Zitrusfrüchte und Grünkohl, Folsäure, die zum Beispiel in Petersilie, in Nüssen und Brokkoli enthalten ist, Kohlgemüse und Melisse. Zu den asiatischen Naturheilmitteln gehören unter anderem die borstige Tigerwurzel. Ebenso der indische Wassernebel, die Blätter des Ginkgos, das Kraut der Unsterblichkeit, Kurkuma und die Brahma-Pflanze. Diese ist weitläufig auch als Königin aller Anti-Aging-Pflanzen oder als Jungbrunnenpflanze bekannt. Manche von den eben aufgezählten Mitteln sind in der Lage, dein Gedächtnis zu stärken und einige unterstützen dich bei der Linderung von Symptomen. Andere Hausmittel hingegen kannst du gut verwenden, um sanft deiner Vergesslichkeit vorzubeugen. Denn die unbeliebsamen Gedächtnisstörungen werden für dich dann zum ernsten Problem, wenn sie dich im Alltag einfach behindern. Darum lohnt es sich für alle geistig fitten Bürger dieser Welt, auch langfristig etwas gegen den Feind Vergessen zu unternehmen. Sich von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu ernähren und die Nahrungsmenge pro Tag den Umständen entsprechend zu dezimieren, sind zwei mögliche Varianten, um dem Gedächtnis das notwendige Futter zu liefern. Wenn du dich bewegst, spazieren gehst oder dir zwischendurch eine mentale Ruhephase gönnen möchtest, dann sind das probate Hausmittel, die deinem Gehirn und deinem Erinnerungsvermögen mehr als zugutekommen.
Die Frage ist, gibt es gegen Demenz alternative Heilmittel? Nummer 1. Versuche in jedem Fall die Risikofaktoren gering zu halten. Hierbei achte vor Gefäßschäden, von ihnen geht nämlich große Gefahr aus, da sie allen voran durch Fettstoffwechselstörungen oder durch Bluthochdruck entstehen können. Nummer 2. Ein gutes alternatives Mittel gegen Demenz ist, selbst aktiv zu werden. Nummer 3. Gesundes Essen. Nummer 4. Gedankenspiele wie zum Beispiel Schach oder Dame. Nummer 5. Speisen, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, beugen Arterienverstopfung und auch die Verstopfung anderer Blutgefäße vor. Nummer 6. Gelassenheit als Lebensphilosophie begreifen. Kommen wir nun zu unserem kleinen Fazit. Für leichtere Gedächtnisstörungen sind nicht selten folgende Ursachen verantwortlich. Dazu gehören Stoffwechselstörungen, Stress, Schlafstörungen, Vergiftung durch Medikamente oder Alkohol, mangelnde bzw. falsche Ernährung, Sauerstoffmangel und Durchblutungsstörungen. Wird die Gedächtnisstörung nicht durch eine andere Krankheit oder durch eine Verletzung verursacht, dann gelingt es vielen Menschen mit relativ einfachen Haus- und Heilmitteln dagegen zu wirken. Manchmal genügt auch eine simple Veränderung der Lebensgewohnheiten. Wird das Gehirn mit neuen Begebenheiten konfrontiert, dann wird das Gedächtnis stets von Neuem herausgefordert. Auch frische Luft stärkt in Kombination mit Bewegung das Gedächtnis. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.